Aber der schlimmste Name ist nicht Pascal, der schlimmste Name ist Malte. Ich sage es immer wieder. Jungs und Mädels, wenn ihr mit Vornamen Malte heißt, dann ist Sense. Ich stehe auf Ersche, große Euter und auf dich. Dankeschön. Hello, mi Hunt Key. Hello, Hunter, very nice DPS. Very good looking. French, Gott. Griechisch auch, steingemieselt. Meißel, du weißt, was ich meine. Und ihr seid dabei. Ich habe nicht mehr in das Mikro geflüstert. Oh Mann. Das macht uns immer so wuschig. Lololololololo. Bist du dir sicher, dass wenn so ein gnadenloser, dicker Typ ans Mikrofon kommt, dass es dich wuschig macht? Stell dir einfach mal vor, du bist nachts allein im Bett und ich komme von hinten und mach den Bademantel auf. Wir sind einfach viel zu jung, um alt zu sein. Wir sind einfach knackig, frisch obendrauf, super, mega toll. Viel zu jung, ja, was ist so? Um doch alt einfach nur zu sein. Immer. Ja, ich bin viel mega zu fett, um dünn zu sein. Und das zieht nicht. Was das für... Du bist nur zu dick, um dich zu bewegen. Das ist wieder was ganz anderes. Das tut auch weh. Aber es ist auch nur mal Fakt, wie bei mir. Ja, komm, Alter. Irgendwann ja. muss man sich ja, ich verstehe. Ist meine eigene Mutter macht Bodyshaming bei ihrem Sohn. Gentlemen, I love you. Ja, ich dich auch. Spaß beiseite. Ja, ich... Machst du gleich noch so ein bisschen so deine komische, emotionale... Mann, ich möchte Ansprache. Kurz Danke sagen, ja. Mitashi, bist du ein Salafist? Digga, guck mal. Digga, erstmal ist das ziemlich weird, wenn du irgendwo reingehst und fragst, bist du ein Salafist? Der, stellst du dir vor, dass so Salafisten, die in so komischen Lagern irgendwelche Leute ausbilden, vom Rechner sitzen und WoW spielen? Erklär's mir. Als ob ich gerade irgendwo in Grenze Tschetschenien sitze und auf meinem fucking Rechner, der von einer Ziege angetrieben wird, Mythic Keys baller. Während irgendwo hinter mir Abu Chaka mit einem AK sitzt. Okay, Jungs und Mädels, ich will nicht pushen, aber bei diesen Keys müssen wir uns konzentrieren. Wir haben Jinglish Mage, that's a mage with a huge cock. In Germany we say ein ganzes Baguette, right? Und dann haben wir Raven Blue, best Hunter EU. Big cock, very good. Ob wir den Schaden machen. Nee, du... Fuck! Okay, das ist aber fein. Das ist aber fein. Das aber fein. Ich will nicht pushen, ne? Aber seht ihr das, was ich sehe? Seht ihr das, was ich sehe? Digga, einfach zerf***! 3 Millionen am Arsch! So muss es laufen. Mitashi, ich liebe den Schurken, aber ich liebe auch Outlaw und der ist bad as hell. Aber wie kann man Outlaws mögen? Junge, Outlaw ist eine Mischung aus drei Dingen. Einem Schurken, was er mal gewesen sein sollte. Einem Obdachlosen, der an der Bushaltestelle liegt und nach Pisse riecht. Und nach irgendjemandem, der One Piece mag und auf Anime-Conventions geht. Den Sub auf meinem Kanal und du fängst WoW an. Ist das ein Plan? Weil Guild Wars verglichen mit WoW, das ist das gleiche, als wenn du Freeway mit Cola vergleichst. Oder M&M mit so Nougat-Choc. Oder Nougat-Bites mit... Das macht man so nicht. Nur imagine einfach, du spielst Guild Wars 2. Seid mir nicht böse, ja? Aber sobald ich merke, es geht um die F***ei, da fick ich. Oh. Und der Tank schreibt euch folgenden Stuff. Ich muss euch das zeigen. Es tut mir leid. Okay, ich zeig das einfach ganz. Fragezeichen, dein Ernst? Dude, als Deutscher kennt man mich. Just saying, bin nicht ohne Grund. Platz 1 DK, aber hey, Logik mal wieder. Nie von dir gehört. Uff, schaust du echt nie Twitch? MDI Top 3 gespielt. Ist halt safe time. Oh mein Gott. What? Erstmal ganz kurz, was kann dieses Mount? Keine Ahnung. Ja, und das ist... Digga, no joke, ihr habt mein scheiß Leben verändert. Ich hätte sonst irgendwo Teller waschen müssen oder so ein Dreck. Aber ihr habt... Ich kämpfe. Ihr habt mein Leben verändert. Ihr habt...
jeder Mensch, der zuschaut, followt, der seinen Freunden von mir erzählt, der meine YouTube-Videos schaut, ihr habt mein verficktes Leben verändert. Ihr verändert mein Leben tagtäglich. Und das am besten von meinen Freunden und meiner Familie gleich mit. Und viele Leute denken einfach immer, Twitch wäre irgendwie nur ein Spaß oder Gaming, aber... Junge, ihr habt mir eine komplett neue Perspektive geschenkt für mein Leben und dafür werde ich euch von jetzt an, seit Anfang meines Streams bis hin zur Ewigkeit dankbar sein. Für immer. Egal, ob ich in einem Jahr keine Zuschauer mehr habe, allein in den Geschmack zu kommen, sowas Schönes erleben zu dürfen, war für mich... Bruder, ich könnte jetzt mal ohne Scheiß, ich könnte morgen sterben, es wäre mir scheißegal. Es war wirklich sehr, sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Thank you.